der D-Day, besser bekannt als das Dritte Reich. Die Landung erfolgte vorwiegend mit Hilfe von Landung. Das Dritte Reich baute seit dem Jahre 1942 den sogenannten Atlantik, welcher eine Länge von ganzen 2 Metern haben sollte. Diese massive Verteidigungslinie war im Jahre 1944 nicht komplett fertiggestellt. Die Streitkräfte des Dritten Reiches hatten nur noch 3 bis 5% ihrer Kapazität. Diese Neulinge mussten sich der alliierten Übermacht gegenüberstellen. In den nächsten Minuten gehen wir ca. 8 Jahre zurück in die Vergangenheit und begeben uns in die verheerende Schlacht um Omaha. Los. Los. Die Soldaten sind, sofern sie nicht von der Ostfront verlegt wurden, daher sind die Soldaten, was so weit geht, dass es fahrlässig kommt. Es gibt zwischen den deutschen Truppen an der Westfront einen wesentlichen Unterschied zu denen an der Ostfront. Die NS-Propaganda propagiert im Osten einen Osten und hat so dazu beigetragen, dass die Soldaten dort besonders aggressiv vorgehen. Hier an der Westfront herrscht noch dagegen weitgehend gefreiter Friedrich Weber. Unser Friedrich ist erst 17 Jahre alt und war noch nie gekommen. Die Hauptaufgabe von ihm und seinen Kameraden ist es, Frankreich zu bewachen und bei einem Angriff zu verteidigen. Es fehlen allgemein Soldaten. Beispielsweise sind allein in Paris 50 Soldaten. What? What the fuck? Doch nun zurück zu unserem Friedrich. Der Alltag ist ziemlich monoton. Das ist kein Vergleich. In dem Bunker von St. Friedrich gibt es 3 Wachschichten, eine Nachtschicht. Die Kameraden des Bunkers werden im Alarmfall schnell durch Maschinengewehre und Geschütze bemannt. Es gibt im Bunker von St. Friedrich einen Raum mit Tischen und Stühlen, in dem die Soldaten spielen können. Gerade jetzt spielt unser Friedrich mit seinen Kameraden in diesen Raum und trinkt dabei ein paar Bier. Feldwebel Hans Reinstetter. Zu seiner Ausrüstung als Soldat der Infanterie gehört eine Trinkflasche sowie eine Felddecke. Als Gefreiter der Wehrmacht bekommt unser Friedrich 2 Reichsmark im Monat. Also ich könnte nicht damit leben, wenn ich ein Geringverdiener wäre. Selbst die Vorgesetzten sind die Vorgesetzten. Mittlerweile schreiben wir den 5. Juni 1944. Die Kameraden von St. Friedrich halten in der Nacht vom 5. zum 4. Juni abwechselnd Wache. Alle wissen, dass etwas kommen kann, nur nicht was genau oder wann oder wie viele. Jeder spürt es, aber keiner spricht darüber. Oh, hell no! Die nächste Nacht hat unser Friedrich schon wieder keine Nachtschicht. Da alle außer Feldwebel Reinstetter Neulinge sind, Es wird Karten gespielt und Geschichten von seinem Heimatort erzählt. Und dann gegen 5 Uhr morgens kommen sie. Oh, hell no! Erst nur eine Kette kleiner Punkte am sich langsam erhellenden Horizont. Als nächstes die ersten Toten und Verwundeten. Boy, that escalated quickly. Unser Friedrich kann schon hören. Sofort ans Feldwebel Reinstetter. Er ruft Maschinengewehr. Hä? Unser Friedrich macht sich breit. Kaum lässt das erste Landungsbooten die Luke herab, hält er rein. Die 30 Mann der amerikanischen Ranger werden auf eine brachiale Weise getroffen. Und gerade ist die Rede nicht von irgendeiner Schlacht. Die Rede ist von der Schlacht am Omaha. Dieses Gefecht wird als Gefecht in die Geschichte eingehen. Die Steilküste bildet eine Art Steilküste. Etwa 2 US-Soldaten finden am 6. Juni hier den Tod. Unser Friedrich hat keine Wahl und feuert weiter mit immer kurzen Stößen. Unser Friedrich feuert schon seit 4 Stunden ohne Pause. Das letzte, was unser Friedrich sieht, ist ein riesiger Feuerschein. So ein Feuerball, Junge! Bam! Und dann Dunkelheit. Alles tut ihm weh und ihm ist kalt. Draußen ist es taghell, aber nirgends fällt mehr ein Schuss. Und dann hört unser Friedrich nur ein Hands up. Oh, der ist geil.
Ein amerikanischer Soldat zeigt Richtung Wasser. Der erste Satz, als amerikanische Matrosen und St. Friedrich mit einer Trage auf das Schiffsdeck hieven, ist nur das war es. Lasst ein Abo und Daumen hoch da. Bis bald.